Gut, nachdem letzte Woche gesagt wurde, es wäre vielleicht ein wenig zu philosophisch und abgehoben geworden, gibt es heute eine Geschichte, die ganz klar nur auf Geschichte setzt und nicht so viel auf Philosophie oder Quatsch oder irgendwie sowas. Sie ist ein bisschen länger, aber es gibt später ein Publikumsspielchen. Hier liegen so Zettel aus, die ihr jetzt noch nicht lesen dürft. Aber wenn ich sage, lest sie, dann haben wir ein super Publikumsspiel, mit dem wir uns den Abend verschönern und versüßen können. Also, heute die Geschichte heißt Emmas End. Oder auch Emma und wir und Justus und alle. Emma im Alter von 12 Jahren. Eine kleine Wolke trübte den Sonnenhimmel an diesem Tag im frühen Herbst. Sie warf einen Schatten so klein, dass man mit einem Auge den Anfang und das Ende sehen konnte. Sie schwebte leicht und allein am Himmel, wirkte wie auf Urlaub von ihren Eltern, die wahrscheinlich gerade irgendwo in fernen Gefilden regneten. Eine kleine Wolke in Ferien. Sie hatte auf ihrer Reise schon allerhand gesehen, sie trieb schon lange über das Land, über die Meere, hatte diese Welt schon einmal umrundet und sich entschieden, noch eine kleine letzte Pause einzulegen, bevor sie nach Hause kehrte. Eben diese Pause begab sich über einer kleinen Stadt, gar nicht weit von ihrer Heimat, oben im hohen Norden, dort, wo alle Wolken geboren wurden. Eine kleine süße Stadt war es. Sie hieß Bremen und von hier oben gesehen war sie leicht zu verstehen. Auf den Straßen lieferten die Menschen, erledigten dies und das, gingen in ihre Häuser, kamen wieder heraus und das Tag für Tag. Leider waren sie zu beschäftigt, um nach oben zu sehen, denn diesmal war es keine Einbildung. Über ihren Köpfen hing eine kleine Wolke, die lächelte und sich von der letzten Sonne des Jahres kitzeln ließ. Nur ein kleines Mädchen namens Emma stand auf seinem Dach und sah den dünnen Schatten der Wolke hinterher. Der unten auf der entgegengesetzten Straßenseite seine Bahnen zog. Da schaute es nach oben und sah das friedliche Lächeln am Himmel und lächelte zurück. Nur ein paar Meter war ihr Platz hier oben, über den Köpfen der Menschen von ihrem kleinen Zimmer entfernt. Ihrem Zimmer, das die anderen ihr Zuhause nannten, ein Zimmer, das nie hielt, was ein Zuhause versprach. Auch im bald beginnenden Winter würde es hier draußen wärmer sein. Auch wenn man am nächsten Tag verschnupft aufwachte, oft stand sie hier, morgens direkt am Ende des Dachs. Sie wusste, wie gefährlich es war. Sie wusste, dass niemand so einen Absturz überleben würde. Doch sie musste schauen, ob noch alles an seinem Platz war. Der alte Mann im Café gegenüber, der dort immer saß, Zeitung las und aufschaute, wenn er sie bemerkte. Zuerst hatte sie sich noch vor ihm versteckt, bis er eines Tages gewunken hatte und den Finger an das Grübchen unter seiner Nase legte. Er würde nichts sagen, das war ihr kleines Geheimnis. Dann zählte sie die Bäume, die hinter der anderen Häusern hervorragten. 5 waren es jeden Tag, nicht mehr und nicht weniger. Und unter ihnen ein großer, der alle anderen überragte. Er stand weit entfernt, wiegte sich leicht im Wind und manchmal, wenn die Sonne schien, ging ein merkwürdiges Glitzern und Blinken von ihm aus. Eines Tages würde sie dorthin gehen und schauen, was das für ein Licht war, doch die Tage gingen ins Land und das Licht, es sollte noch lange ein Geheimnis bleiben. Dann schaute Emma hinab auf die Häupter der Menschen, die zu alt und zu müde waren, den Kopf noch zu heben. Nur wenn sie schrie, wenn sie aus voller Kehle schrie und den Krach des Alltags in ihren Köpfen übertönte, drehten sie kurz ihre Köpfe und schüttelten den Kopf kurze Zeit später, gerade so, als hätten sie sich geirrt. Emmas Augen schauten über den Rand des Schornsteins. Sie bewegten die Augen kurz nach links und rechts und mussten lächeln. Ein Lächeln, wie sie sich nur zugestand, wenn ihr niemand zusah. Ein Lächeln nach innen, ein Lächeln für sich selbst. Ein Lächeln, das vergessen machte, vergessen um das Morgen und das Gestern. Immer öfter ging Emma hier nach oben. Sie hielt es in ihrem Zimmer nicht mehr aus. Immer beklemmender wurde die Welt der Erwachsenen, die ihre Welt der Zukunft sein sollte. Ihr schnürte sich die Kehle zu, jedes Mal, wenn sie darin ihre Rolle spielen musste, nur schlechte Schauspieler um sie herum. Überall waren Lügen, die nur Kinder fühlen können, die noch nicht taub sind. Emma saß zwischen ihnen und verstand sie nicht. Schlimmer noch, sie fühlte, dass sie sich selbst bald nicht mehr verstehen würde, dann, wenn sie erwachsen war. Getrieben von den hässlichen Träumen einer Welt wie die großen,
getrieben von den hässlichen Träumen der Welt, die die Großen selbst zerstört hatten, noch ehe es sie gab, die schon von ihren Eltern für sie zerstört worden war und sie jetzt die Ruinen auf ein neues Niederrissen. Sie hatten ein Leben aufgegeben, das niemals eines gewesen war. Sie waren gestorben, noch bevor sie tot waren. Sie hielten ihre Zigaretten und hielten sich an ihren Gläsern fest, bis sie die Zigaretten ausdrückten und die Gläser zerwarfen, so wie sie es mit Emma vorhatten. Da war sie sich sicher. Sie würde allein im Aschenbecher liegen und nach altem Rauch stinken, nur um dann am Boden zu zerschellen. Sie sollten doch da sein, die Erwachsenen, sie beschützen vor dem Unsinn. Ihre Herzen sollten Emma vor dem Fall vom Dach dieser Welt bewahren. Sie sollten sie fangen mit ihrer Seele und mit ihrer Liebe. Nicht mit Worten und nicht mit leeren Gesten oder dummen Geschenken. Sie sollten sie beschützen mit ihrer Wärme, vor dem Schwachsinn dieser Welt, vor den Gedanken der Fremden, vor dem Schmerz und der Verwirrung des Alters, vor dem Dreck der Sehnsucht, den staubigen alten Träumen. Kalt schien die Sonne und der Schmetterling, der in den letzten Tagen immer über Emmas kleines Versteck hinter dem Schornstein flog, schien müde zu sein. Es war der Tag, an dem Emma beschloss, nie wieder in ihr Zimmer zurückzukehren. Es war zu laut und zu dreckig geworden. Sie war zu schwer und zu alt für ihre Jahre. Sie schaute, ohne zu denken, dem Schmetterling hinterher, der vor ihrer Nase hin und her tänzelte, sich schließlich auf ihre Hand niederließ. Emma traute sich nicht, ihn zu berühren. Es wäre zu gefährlich gewesen. Als die Abendsonne hereinbrach und sich schon anschickte, hinter dem Horizont zu verschwinden, merkte sie nicht, wie sich jemand aus ihrem Fenster schob und sich schwer zum Rande des Daches schleppte und die Jacke von den Schultern gleiten ließ. Emma hat ihn nicht gesehen. Wäre ihr Schmetterling nicht plötzlich am Schornstein vorbei zum Rande des Daches geflogen, dorthin, wo der Unbekannte auf das Ende des Daches und darüber hinaus ging. Da war kein Schrei, nur der Schmetterling, der ihm in die Tiefe hinterher tanzte. Einen kleinen Moment schwieg die Welt still, als Emma über den Rand hinausschaute. Sie ließ sich auf den Rücken sinken, schaute in den Himmel und die kleine Wolke über ihr begann zu regnen. Der alte Mann im Café legte die Finger an die Lippen und der Baum in der Ferne schillerte in der sterbenden Abendsonne. Nie wieder wollte Emma am Abgrund stehen, das war für sie klar. Sie nahm sich die viel zu große Jacke, die jetzt wie entkernt auf dem Dach lag, und kletterte leise in ihr Fenster und schlich sich für immer aus dem Haus. Emma, jetzt 24 Jahre alt. Mein Zimmer, / meine Wohnung, ist mit ganz viel Mühe eingerichtet. Wer mich kennt, der sagt immer, du, wer dein Zimmer, deine Wohnung kennt, der kennt dich. Naja, sage ich dann immer, und ich werde ein bisschen rot. Neulich hat jemand gesagt, es sei ja ganz pittoresk hier, und ich wäre ja auch so ein pittoreskes Persönchen. Ich habe das zuerst nicht verstanden, aber dann habe ich nachgeschaut und fand das eigentlich ganz süß und so. Der Typ hat aber immer so geredet. Und mal ganz ehrlich, da habe ich keinen Platz für in meinem Leben, für einen, der immer so redet, dass ich ihn nicht verstehe. Ich brauche einen richtigen Mann. Obwohl ich das nicht sagen würde, denn dann kommen mir immer die ganzen Typen angerannt, die sich für richtige Männer halten. Eigentlich will ich einen, der immer ganz leise ist und nur ganz ab und zu mal sowas sagt wie, ich hab dich lieb. Nur bitte keine, ich liebe dich mehr. Mit meinem ersten Freund, also mit dem ersten, bei dem ich mir dachte, das könnte was werden, neben dem willst du jetzt immer aufwachen. Das war ein echter Mann, würde ich sagen. Der hat mal was ganz Ehrliches zu mir gesagt, glaube ich. Das war in einer Zeit, als es bei ihm nicht so gut lief in der Spedition und so. Da ist er nach Feierabend immer gerne ins Horner Eck gegangen. Das war so eine Kneipe bei uns in die Ecke. Da war sein Vater früher auch immer, hat er zumindest gesagt. Da hat er mich dann abends geschlagen. Das tut mir mehr weh als dir. Das hat er immer gesagt. Und ich habe ihm das auch geglaubt. Eigentlich glaube ich ihm das bis heute. Dann hat er mich genommen. Das war in der Zeit, als ich noch keine Kinder im Haus hatte. Ich bin gleich am nächsten Tag weggelaufen ins Frauenhaus. Aber da konnte ich nicht bleiben. Die waren alle alt und total ausgeräumt und haben von ihren Männern erzählt. Die anderen Männer hatten aber so gar nichts mit meinem Mann zu tun. Den habe ich in den Geschichten gar nicht wiedergefunden. Also bin ich wieder nach Hause und er hat sich auch entschuldigt und so. Ich meine, er wird sowas ja nicht machen, wenn ich ihm nicht wichtig wäre. Irgendwann
ist er dann gegangen mit einer anderen. Das hat nichts mit mir zu tun, hat er gesagt, und ich habe nur fair genug gesagt. Das habe ich mir mal im Fernsehen angehört und ich sage das jetzt immer, ehe ich gar nichts sage. Naja, mein Kind ist tot. So bin ich zu meiner neuen Wohnung gekommen. Neuer Stadtteil, neue Wohnung. Ich habe mir alles neu gekauft, vom Salatbesteck bis zum Toilettensitz. Dass man das pittoresk nennt, das wusste ich gar nicht. Jedes Mal, wenn ich vor dieser Tür stehe, trifft es mich wie ein kleines Obstmesser im Oberschenkel. Ich kann das nicht besser beschreiben. Der Schmerz ist zu gewöhnlich. Diese Tür, sie sagt nicht viel. Die Farbe blättert nicht ab. Sie ist nicht aus kaltem Stahl. Und mit Sicherheit wird sie niemals in einem dieser Bücher Türen der Weltmetropolen erwähnt werden. Und wahrscheinlich, dass diese Tür irgendjemand meine Geschichte erzählt. Wären Menschen in der Lage, die Frage nach den unwichtigsten Gegenständen in ihrem Leben zu nennen? Diese Tür wäre wohl ganz oben auf der Liste. Ich denke mir hier an genau diesem Ort, wenn ich auf dem unachtsamen, lieblos hingeworfenen Asphalt stehe, ob ich diesen Ort wohl jemals wiedersehe. Bei so vielen Dingen weiß man ja nie, ob man sie je wieder sieht oder auch nur jemals wieder an sie denkt. Für viele mag das eine schreckliche Vorstellung sein. Aber genau da trennen die Menschen sich ja oft in die, die sich immer erinnern und in die, die immer vergessen wollen. Mir war Vergessen immer wichtiger. Die Fehler der anderen vergessen. Ich hatte nie das Gefühl, irgendetwas von mir aus falsch gemacht zu haben. Warum sollte ich mich denn wegen dem dummen Verhalten anderer ändern? Ich bin mir sicher, dadurch kein besserer Mensch zu werden. Diese Tür öffnet sich sehr leicht. Sie hat keine Klinke oder irgendeine andere Auffälligkeit. Wie gesagt, sie ist absolut assoziationsfrei. Nur ein wenig Druck, um sie ein kleines Stück zu öffnen. Manchmal klemmt sie dann ein wenig und dann kriegt man den richtigen Dreh nicht hin. Dann schlägt sie laut auf und Leute, die dahinter sitzen, erschrecken sich, verschütten ihre Drinks oder beenden ihren Flirt. Ich richte meinen Blick nach unten und es überrascht mich immer wieder, dass sich das Pflaster der Straße nicht ändert, wenn es in den Raum läuft. Es ist nicht so, dass dieser Raum auch nur im geringsten meinen geschmacklichen Vorstellungen entsprechen würde. Ich bevorzuge alles in Weiß. Niemals im Leben würde ich irgendetwas so einrichten wie das hier. Doch dass es hier so ist, dass es so aussieht, ist manchmal genau das, was ich brauche. Vielleicht, um mich in meinem Geschmack überlegen zu fühlen, unantastbar, so wie ich gerne wäre. Ob das was mit der Angst vor Schmerz zu tun hat, oh, ich weiß es nicht, aber das könnte schon gut sein. Ich weiß ja, dass ich im Nachhinein das meiste gerne vergessen würde. Eigentlich würde ich alles gerne vergessen, aber Sekunde, da habe ich dann doch etwas gelernt. Ich erlebe mir möglichst wenig, da spare ich mir das Vergessen. Ich komme seit bestimmt 12 Jahren in diese Bar, immer an den gleichen Tisch. Der Tisch steht auf einer kleinen Empore, direkt vor einem etwa gesichtsgroßen Glasbaustein, dem einzigen Loch in der Wand, dem einzigen Loch, durch das man auf die Straße blicken kann. Das ist interessant. Und auch nicht interessant. Ich trinke wieder. Nicht, weil ich nicht wüsste, dass das Leben ohne besser wäre. Das ist es bestimmt. Ich habe nicht aufgepasst in der Zeit, in der ich nicht getrunken habe. Da hatte ich was Besseres zu tun. Oder halt nein, das stimmt nicht. Ich hatte nichts Besseres zu tun, als zu trinken. Nicht mal mehr trinken. Das war das eigentliche Problem. Das war das eigentlich Schlechte daran. Aber was anderes tun, ja. Nee, ganz genau. Ich habe diese ganzen Asseln getroffen, die nicht mehr trinken, mit ihrem süffisanten Gesichtsausdruck und ihrer Meinung, irgendetwas geschafft zu haben. Als ob das Lösen selbstgemachter Probleme irgendeinen Menschen zum Helden machen würde. Das ist nichts anderes als ein peinlicher Status quo. Sehen Sie sich selbst von außen? Sie sehen sich selbst von außen und kommen sich besonders vor. Ich war echt ganz unten. Wärst du mal da geblieben, das hat dir irgendwie besser gestanden. Sie verhalten sich wie bessere Menschen, aber bessere Menschen gibt es nicht. Aber andere, die leichtgläubiger sind, sie holen sich Nackenstarre beim Heraufschauen. Ich sitze an meinem Fenster, voll auf Augenhöhe mit allen. Nur sehen sie mich nicht, das ist sehr angenehm.
Ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich dazu gezwungen bin, Menschen in meinen, wenn ich dazu gezwungen bin, Menschen in die Augen zu schauen. Ich habe bei jedem Penner das Gefühl, als könnte er mir bis in die Seele gucken. Nicht mal nur gucken, ich habe das Gefühl, er könnte ohne Probleme einsteigen und alle so sorgsam zurechtgelegten Zeugsachen in meinem Kopf durcheinander bringen. Das wird so langsam besser. Langsam wird es mir egal, wenn Menschen meine Lügen enttarnen. Je älter sie werden, umso lieber glauben sie alles, was ich von mir erzähle. Sie fragen nicht mal mehr. Da werde ich nicht mehr viel zerschlagen können. Die wissen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. An Gott würden sie immer noch gerne glauben. Gott, der Osterhase der Erwachsenenwelt. Ich habe nie was anderes gemacht, als zu lügen. Viele wetten ein, dass das zu sagen ja sehr ehrlich wäre. Keine Lüge ist. Und das ist doch sowieso alle Lügen. Der ehrliche Mensch sei der, der nicht mehr merkt, dass er lügt. Dass sie das vergessen, nennen sie nun Erfahrung. Sie halten die Schnauze und tun so, als wäre Stille keine Lüge. Und sie schweigen, als würde Schweigen nicht auch immer etwas bedeuten. Emma, 29 Jahre. Ich stehe im Halblicht des endenden Tages. Ein halbblinder Spiegel entzieht meinem Blick die Farbe. Ich bin mir sicher, ich werde langsam schwarz-weiß. Die Farbe blutet aus. Ich habe die bunten Tage noch im Kopf, doch sind sie in den letzten Jahren irgendwie immer grobkörniger geworden. Wirre Farbflächen sind es, die an Bedeutung verlieren. Ich stehe in meinem Badezimmer vor meinem Waschbecken. Das Wasser hat die Fähigkeit verloren, mich zu reinigen. Die Fähigkeit verloren, den Schmutz abzuwaschen. Waschungen erfolgen eigentlich nur noch innerlich mit Alkohol. Was für ein kleiner Mensch und was für ein schäbiger Ort auf einer so verlorenen Welt. Dann denke ich, als ich unter der nackten Glühbirne über dem Becken stehe, wie grell sie ist, die Glühbirne. Ich schaue in den Spiegel, schließe die Augen für ein paar Sekunden, dann öffne ich sie schlagartig wieder und in dem ersten Moment finde ich mich fast angenehm anzuschauen. Ich glaube, das ist so ähnlich wie ein Rollstuhlfahrer, der morgens aufwacht und vergessen hat, dass er keine Beine mehr hat. Ich muss irgendetwas verändert haben. Ich schaue mir herunter und muss mit Bedauern feststellen, dass es schon wieder nur äußerlich ist. Leider mit speziellen Mitteln abwischt und abwaschbar. Links neben dem Becken stehen die Pinsel, die Farben und Quasten zum Anmalen. Rechts daneben die Cremes, die Watten, die Spachtel und Säure zum Abmalen. Ich in der Mitte. Es ist ein bisschen wie an einem Industrielaufband. Ich ziehe von links nach rechts am Spiegel vorbei. Meine Arme und Hände, sie sind wie schwitzige alte Arbeiter, die auch schon mal motivierter und interessierter waren. Für Außenstehende wäre es mit Sicherheit interessant, das Auseinanderwachsen von Körper und Kopf im Alter zu betrachten. Leider gibt es da keine Außenstehende. Bist alt genug, du kommst klar damit. Meine Wohnung hat nur ein Zimmer. Und da ich das Sachenmachen eingestellt habe, habe ich es mit nur einem Bett vollgestopft. Das reicht für mich. Durchs Badezimmer hindurch ging es direkt auf den Bürgersteig. Als ich noch Sachen gemacht habe, habe ich mal gestoppt. 1,5 Sekunden vom Tiefschlaf auf den Gehsteig. Ich kann mit dieser Art von Information leider nichts mehr anfangen. Früher war sie sehr amüsant, heute ist sie egal. Egal war mal etwas sehr Gutes für mich. Es gab mir Leichtigkeit. Aber es ist leider einfach nur noch traurig. Manchmal antworte ich auf Kontaktanzeigen. Ich habe so Ordner angelegt, wo ich sie ordne. Drei Schwerverbrecher, die lebenslänglich im Gefängnis sitzen, glauben, dass ich sie bald heirate. Sie sitzen alle in einem Gefängnis. Sie wissen doch nichts voneinander. Wenn ich schon nicht meine eigene Geschichte schreiben kann, dann schreibe ich halt die der anderen. Menschen interessieren sich nicht sonderlich für mich, seit ich verloren habe, wofür sie sich zu Interessierten glaubten. Mir ist das recht angenehm. Ich rede nicht besonders gerne. Das habe ich noch nie und das war lange Zeit nicht notwendig. Die Männer wussten, was sie wollten. Am schlimmsten ist es, wenn sie etwas über mich wissen wollen. Jeder, mit dem ich spreche, weiß anschließend mehr über mich als ich selbst. Justus. Es ist immer wieder erstaunlich, wie ich niemandem wütend sein kann. Irgendwann habe ich das hier mal zu einer Frau gesagt, die mir so gar nicht wichtig war. Klar würde ich für dich sterben.
Ich würde eigentlich sogar recht gerne für dich sterben. Aber nicht, weil du so wichtig wärst. Nein, eher, weil ich so vollkommen egal bin. Ich habe nicht mehr zugehört, als sie geantwortet hat. Deswegen weiß ich nicht, ob sie es für ein Kompliment genommen hat. Ist auch nicht so wichtig. Auf der anderen Seite, was ist schon wichtig an Tagen, an denen ich mir denke, dass der Moderator Johannes B. Kerner, welcher meine Generation anführt, jetzt schon so große Ohren hat. Ich meine, diese Ohren, die wachsen ja immer weiter. Und nebenher bemerkt, wussten Sie, dass Wale keine Fische sind? Ich würde gerne mal eine Liste mit Weisheiten dieser Art aufstellen. Aussagen, mit denen sich Menschen disqualifizieren, die passen mir sehr gut. Listen haben mich schon immer fasziniert. Irgendwann, es muss diese Zeit gewesen sein, als ich dachte, es gebe nur Ja und Nein, habe ich diese Liste mit dem Volk erstellt. Inzwischen bin ich natürlich klüger und längst über das Ja oder Nein und das Entweder-Oder hinaus. Natürlich weiß ich mittlerweile, wie es sich für einen anständigen Mitzwanziger gehört, dass alles vollkommen egal ist. Jetzt nicht im Angesicht des Universums und so weiter, sondern einfach so, vollkommen egal, es ist egal halt. Wenn Sie jetzt vor sich schauen, liegen ja diese Blätter mit Papier. Darauf stehen Fragen, die werden jetzt vorlesen. Das bedeutet, ihr könnt mitlesen oder sein lassen oder zuhören oder nicht. Später kann ich Stifte besorgen, damit ihr das selber ausfüllen könnt. Die Fragen sind folgende. Bus oder Bahn? Gras oder Hasch? Joint oder Bon? Flasche oder Dose? Nord oder Süd? Mallorca oder Ibiza? Ramones oder Sex Pistols? Und Tochter oder Sohn? Buch oder Wein? Bier oder Film? Arsch oder Titten? Benz oder BMW? McDonalds oder Burger King? Schwein oder Rind? Fleisch oder Fisch? Lehre oder Uni? Notorious B.I.G. oder Tupac? Israel oder Palästina? Zusammen oder allein? Warum oder wieso? Vorne oder hinten? Blumen oder Pralinen? Knight Rider oder Baywatch? Tango oder Flamenco und DJ Bobo oder DJ Ötzi? Schnelle Zombies oder langsame Zombies? Martina Navratilova oder Steffi Graf? Spucken oder schlucken? Playboy oder Hustler und Johnny Cash oder Tom Waits? PC oder Apple? Schwarzenegger oder Stallone? Berge oder Flachland? Berg oder Strand? Mann oder Frau? Seife oder Duschgel? Kurze Haare oder lange Haare? 80er oder 90er? Draußen oder drinnen? Warm oder kalt? Becks oder Heineken? Bier oder Gras? Gras oder Koks? Indien oder Amerika? Schwarz oder weiß? Und Polizist oder Gangster? Hand oder Zunge? Hart oder weich? Schnell oder langsam? Tief oder flach? Lieben oder ficken? Bleiben oder gehen? Reden oder zuhören? Tee oder Kaffee? Weißbrot oder Schwarzbrot? Wurst oder Käse und Sekt oder Selters? Arsch oder Pussy und groß oder klein? Lang oder dick? Party oder DVD? Garten oder Balkon? Zufällig oder vorsätzlich? Sowohl als auch oder entweder oder? Jetzt oder nie? Ganz oder gar nicht? Madonna oder Kylie? Maffei oder Petri? Cave oder Wales? Leben? Leben oder sterben? Kunst oder Kommerz, Zeit oder Geld, Barfuß oder Lackschuh, Moore oder Connery, Hasselhoff oder Seller, Bild oder FAZ, Fernseher oder Zeitung, schnell oder gut, Wolf oder Schaf, Schokolade oder Vanille und sitzen oder stehen, stehen oder liegen, oben oder unten, starke Zigarette oder lieber eine leichte Zigarette, Rotwein oder Weißwein, trocken oder lieblich, zu dir oder zu mir und lustig oder ernst, feucht oder trocken, Stuhl oder Barhocker, rauchen oder nicht rauchen, 9 till 5 oder 5 till 9 und BRD oder lieber DDR. Bar oder Tisch, Fußball oder Tennis und Porno oder Drama, Gummi oder Pille oder Ski oder Snowboard. Weite Hose oder lieber enge Hose. Slip oder Boxer, Stones oder Beatles, schießen oder schlagen, schlagen oder treten, fürchten oder gefürchtet werden. Fisch oder Vogel. Mit Filter oder mit ohne Filter? Brille oder Kontaktlinsen?
geistig behindert oder körperlich behindert, ganz oder gar nicht, Salz oder Zucker, Tag oder Nacht, ohne Arme oder ohne Beine, taub oder blind, Schönheit oder Humor, Dschungel oder Weide, Meer oder Schwimmbad, kompliziert oder einfach, Krankheit oder Unfall, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, Rock oder Elektro, Gitarre oder Klavier, Heirat oder Freundschaft, Partner oder Freunde, nüchtern oder voll, links oder rechts, Wissen oder Können, Handy oder Festnetz, Gemälde oder Foto, Vergangenheit oder Zukunft, Ferris Bueller oder Parker Lewis. Gar nicht. Und jetzt, wer das hier versteht, ist ein Traum. Cockroach oder Jazz? Trinken oder flirten? Sex oder Masturbation? Hals oder Ohr? Erde oder Himmel? Kino oder Konzert und RTL oder ARD? Roman oder Kurzgeschichte und Weihnachten oder Geburtstag? Jesus oder Mohammed? Rap oder Rock? Zug oder Flugzeug? Parfum oder Natur? Hippie oder Rocker? Stift oder Pinsel? Schreiben oder Lesen? Knüppel oder Messer? Ein Bier oder 10 Bier? Himmel oder Hölle? Laufen oder fahren? Aufhören oder weitermachen? Kreischen oder brüllen? Glücklich oder traurig? Wissen oder meinen? Ja oder nein? Vorname oder Nachname? Mord oder Selbstmord? Star oder Fan? Musiker oder Schauspieler? Schweigen oder schreien? Epos oder Witz? Lachen oder weinen? Harald Schmidt oder Stefan Raab? Und lieben oder sterben? Verwenden Sie nach dieser Lesung diese Fragen, um Ihre Bekannten und Freunde und aber auch Fremde zu überprüfen. Bei einer Unstimmigkeit der Antworten von über 15% hat eine weitere Freundschaft, Bekanntschaft oder Beziehung keinerlei Wert. Emma, 30 Jahre alt. Sag, dass du mich liebst, hat er gesagt. Weil ich beim Beischlaf damals geweint habe. Das hatte gar nichts mit ihm zu tun. Das lief einfach so los. Nur so ein paar Tränen. Ich habe lange nicht geweint. Scheidensekret hatte die Aufgabe von Weinen übernommen. Da kam immer ein bisschen, wenn ich mir vorgenommen habe, geil zu werden, so ein bisschen geil zu werden. Geilheit, das kenne ich noch. Traurigkeit, das kenne ich eigentlich weniger. Das hat ja auch gar nichts und irgendwie auch ganz viel miteinander zu tun. Erst wenn alles scheißegal ist, dann macht das Leben wieder Spaß. Das hat ein Prominenter aus Bremen mal gesagt. Ich denke mir gerne, dass mir alles egal ist. Aber wenn ich ehrlich bin, wäre ich schon längst tot, wenn mir wirklich alles egal wäre. Feigheit ist das, was mich irgendwie am Leben hält. Hätte ich als junge Frau nicht mein Aussehen gehabt, wäre das alles schon viel früher und viel schneller in den Bach runtergegangen. Irgendwie hat mir das angegafft und angegeilt werden irgendwie einen Sinn im Leben gegeben. Keine Ahnung welchen. Nie einen, der die erste Geilheit, die ersten Steifen, diese erste Feuchtigkeit überstanden hätte. Es gab mal eine Zeit, da wollte ich hässlich sein, so wie die Frauen, die ich auf der Straße gesehen habe, die niemand anschaut. Da war ich neidisch auf diese Hässlichkeit, die bis auf die Knochen geht, die von außen durch Ablehnung und Desinteresse durch die Haut gedampft wurde, mit Hochdruck bis ins Herz geschossen. Das hätte mich besser auf das Jetzt vorbereitet, damals schon hässlich gewesen zu sein. Mit mir wollten immer alle ficken. Und weil ich danach dann immer nichts gesagt habe, dachten sie, ich würde sie verstehen und ich könnte sie retten, vor was auch immer. Dann wollten sie mehr, dann wollten sie mich auffressen und eins werden. So, als würden wir dann nackt voreinander stehen und eins sein. Einmal hat es sich ganz gut wie anderthalb angefühlt. Aber das war es dann auch nicht. Ich wurde eigentlich nie eins mit irgendwem. Wenn es mal mehr wurde, dann war es eine Lüge. Das konnte auch gar nicht anders sein. Ich bin mir sicher, dass mich immer nur Schwänze geliebt haben. Und dadurch auch die Männer, die da dran waren. Das ist doch ganz klar. Das ist doch auch nur logisch. Eigentlich ist das ja sehr ehrlich. Gewöhnung, das ist die unangestrengteste Art der Liebe. Keine Ahnung, was das sein soll, Liebe, aber wen wundert das? Alle wollen es, also dachte ich mir, ich suche mal mit.
Es gibt Zeiten, da sollten einem gute Freunde sagen, du, es wäre jetzt vielleicht echt mal an der Zeit, dass du ein paar von denen hier zu viel nimmst und dann ein Röhrchen mit Schlaftabletten auf deinem Couchtisch vergessen. Gestern bin ich ausgegangen. Ganz stark sein, ganz stark wollte ich sein in einem verrauchten Raum mit ein paar Menschen, die alle geschaut haben, als ich die Tür aufgemacht habe. Gelächelt haben die nicht. Ich habe die Musik gespürt, getanzt und gedacht, das ist das Leben. Ich wusste doch, dass es sowas gibt. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich habe jemanden kennengelernt, der hat nicht viel gesagt. Das war nicht peinlich oder so. Ich habe halt geredet und er hat zugehört. Da habe ich, das habe ich gemerkt. Er hat wirklich zugehört, obwohl er mir nie in die Augen geschaut hat. Immer hat er ins Nichts geguckt. Nicht auf die Titten oder in den Schritt, einfach immer so ins Nichts geguckt. Neben ihm stand bloß ein großer schwarzer Plastikmüllsack. Der war ganz nass. Ich habe ihm alles erzählt. Dabei hat er nicht mal seinen Namen gesagt. Er hat mir einen Zettel mit Fragen gegeben, die ich beantwortet habe. Am Schluss meinte er, ich hätte alles richtig gesagt. Wir sind dann durch den Regen irgendwo hin, raus halt. Ich dachte schon beischlafen, ich war schon ein bisschen traurig. Irgendwann hat er dann zugestochen. Oben auf einer alten Fabrik über der Stadt, wo wir die Sterne gucken wollten. Ich glaube, es war eine angespitzte Stricknadel, die er da hatte. Die ersten 5 Stiche, die habe ich noch gespürt. Ich habe mitgezählt, ganz ruhig. Ich war nicht aufgeregt. Er war der Erste, der wirklich etwas Selbstloses für mich getan hat. Etwas mit Verantwortung, was mich an meine Eltern denkt. Daran, wie sie hätten sein sollen. Irgendwie hat es Bedeutung, was er da getan hat. Irgendwas mit der Einheit von allen, der Welt, dem Leben, den Menschen, den Tieren und vor allem mit seinen Augen. Da war plötzlich alles drinne, was ich jemals gesucht habe. Justus, Teil 3. Ich gehe von Bremen Nord ins Viertel. Ich bin in dieser Bar. Ich treffe diese Frau. Ich habe diese Liste mit diesen Fragen. Und ich habe diesen Müllsack. Diesen großen, schwarzen, nassen Plastikmüllsack. Bis in den Rand gefüllt mit großen, nassen, schwarzen, toten Raben. Jemand hat mal einen Satz gesagt. Er hat gesagt, alles ist ein Zeitenschweben. Da hat er in einem Satz mehr Recht gehabt als ich in einem ganzen Leben. Ich stehe auf dem Dach und alle Lügen sind weg. So, als wären sie nie da gewesen. Ich habe sie erstochen, das stimmt. Ich wollte das. 17 Stiche, das war überhaupt nicht bös gemeint. Das war eher einvernehmlich. Anschließend wollte ich auch nicht mehr und bin vom Dach, auf dem wir standen, heruntergesprungen. Das Letzte, was ich vor dem Sprung gesagt habe, war, ich liebe dich. Das war die Wahrheit und ich habe es zum ersten Mal so gemeint. Ich dachte mir, auch wenn sie es nicht mehr versteht, ist es gut, es gesagt zu haben. Und wirklich, alles ist wie ein Zeitenschweben. Tot zu sein, geborgen und unendlich. Am Schluss sind wir eins geworden, Emma und ich. Eine kleine Wolke, die um die Welt reist, sie sich von oben anschaut und nichts mehr damit zu tun hat. Nächste Woche 2 Schwerverletzte im Krankenhaus. Danke sehr. Wie gesagt, nächste Woche lernen wir Steffi kennen, nachdem wir jetzt ein